War es nicht. So, Donnerwetter von Pyro Partner hier mit dem krassen Masters of Fire Label. Richtiger Ranzpack hier. Guckt euch das mal an hier. Schön ranzig, ne? Ja. Donnerwetter. Das ist so mit. Was? Zeig ruhig deine Rolex. Nein, das ist nicht. Naja, auf jeden Fall. Naja. So, keine Kosten und Mühen gescheut. Ne? So. Ja. Donnerwetter von Pyro Partner. Das ist ein Sneaker-Sublabel. Was es eventuell noch gibt, keine Ahnung. So, wir haben 28.000 mal Packet Cracker. Gucken wir mal, wie viel wir davon machen. Pyro Cracker. China Cracker, Entschuldigung. Noch mehr China Cracker. D. D. Und Super 1. So, lass uns mal gucken, dass wir mal ein paar von diesen Packet. Nein. Packet Crackers hier. Komm, die hauen wir fix weg. Oh nee, kein Bock auf Regen. Das regnet? Nee, ist nur so. Ja. So. Paket Cracker. Getroffen. Ja. So ein Anschlag, 100%. Alter, ich verklag das Ding. Geht. Ich verklag das Ding. Ja. Ja, genau. Ich hätte so ein Ballaut Einklagebank. Komm, einer machen wir mal noch. Label ist auch hässlich, oder? Ja, irgendwie. Gibt geileres auf jeden Fall. Viel geileres. Kommt da noch was? Naja. Okay. Ich glaube, nee, das reicht. Hier gucke ich noch ein bisschen. Gucken wir mal die China-Cracker. Ich glaube, eine Packung war reich vollkommen. Ja. Auch von Yung Long Hong. Boah, boah. Ah, ah, was ein Ronz. Was ein. Oh Gott, das ist widerlich. Naja, komm. Die sind auch irgendwie so voll klein, gell? Ja. Du bist ja, so, bist ja gewohnt, so kleine Dinge zu händeln, ne? Boah. Sehr witzig. Ah. Oh. Was ist das? Oh, guck mal, wie meine Hände aussehen. Das ist Ronz, darf ich vorstellen? Ronz. Alter, was ist das? Au! Ah! Alter. Was ist das denn? Weißt du, was das einzig Gute daran ist? Es ist gleich weg. Ja. Mein Gott, da ist ja kein Eins lauter. Wirklich so. Ah! Ah! Ah. Auf dem Ding. Bumm. Weißt du, auf wessen Ding? Was auf deinem? Hey. Verdammt. Oh, wir sind jetzt aber schon bei den Ds angelangt. Das heißt, ich habe keinen Bock auf diese Pyro-Cracker da. Da kann man mal eine Kette draus bauen oder so. Oh nee, ne? Oh nee. Guck dir das mal an. Opa. Was ist das? Das ist ja. Ah. Oh. Hey. Oh, Nico, ey. Oh, und unsere Zwischenrisco. Ah, oh, das ist dann so wie. Oh, ja. Ja. Ich. Geil. Nee. Nee, nee, nee. Nee. Mm-mm. Oh ja, komm. Gucken wir mal gleich. Haben wir ja noch ein bisschen was. Die sehen auch aus wie die aktuellen Nico Ds hier. Ja. Mit diesem roten, dann mit dieser Schrift da drauf. Ja. Das Set hat 5 Euro gekostet. Also ich weiß nicht, es war auf jeden Fall nicht teuer. Kleben die noch aneinander oder was? Jo. Huch. Das ist mir gerade so lustloses Wegböllern. Ja. Boah, der war ganz. So, Super 1 extra groß.
Die haben auch kein Backlabel mehr. Jetzt bin ich mal gespannt. So groß wie mich auch. Oh Mann, das ist doch angegammelt. Oh Mann. Komm, mach weg. Oh, war der scheiße. Der Rons. Oh, ist das ein China-Cracker oder was? Oh, hast du gesehen? Der ist einfach nur aufgeplatzt. Der ist so genau so liegen geblieben. Nehmen wir mal den Brenner. Nehmen wir jetzt hier. Ich habe keinen Bock, das aufzuheben. Ich mache jetzt hier Massenvernichtung. Kein Bock auf den Rotz. Legt das Ding auf das Packen drauf. Hä? Kommt aufs Packen drauf, dann verbrennt das ganze Packen mit. Ach so, ja, aber ob der dann die Lunte ankriegt. Ja, gut, schon gleich auch wieder. Hoffen wir mal. Können wir gleich mal versuchen. Okay, klingt euch doch nicht. Nee. Oh. Der hat nur die Idee gehabt, ey. Immer so ein Volldepp. Ja, ey. Der keine Ahnung von irgendwas hat. Richtig schlimm. Das ist echt so ranzig. Also mach nicht mal mit. Wo kommt der denn her? Mach nicht mal mit Massenvernichtung. Ach komm, pack dich wieder ein. Kannst du mal eine Reifen läuft noch, ne? Oder so. Oder Kette rausbauen. So, gut, das war's dann.